Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo, wie man es hier am i sieht, weil ich mal wieder kein Thumbnail basteln wollte. Nee, Scherz. Ja, dieses Infovideo beansprucht jetzt, wie es mit dem Kanal weitergeht, das heißt auch, wann kommt Video. Es kam ja jetzt eine ganze Woche kein ETS 2 mehr, darüber gehe ich nachher ein und ein neues Intro und noch vieles mehr. Also ich würde das jetzt erstmal langsam abarbeiten. Fange ich erstmal an. Ich habe ein neues Intro jetzt, ein ziemlich geiles, was ich jetzt gleich mal einblenden werde, aber erstmal sage ich, dieses Intro ist vom Ace Pixel. Das, also dieser Kanal ist auch unten in der Beschreibung verlinkt natürlich. Könnt ihr mal vorbeischauen. Cooler Kanal. Und dann würde ich sagen, seht ihr jetzt erstmal das Intro. So, ich weiß. Mal gucken, wie es euch gefallen hat. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das Intro findet. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Aber es geht jetzt direkt weiter in dem Infovideo, weil es noch viel zu besprechen gibt. Erstmal, es wurde ja jetzt ein neues Projekt eingefangen, LS15. Bis jetzt ganz gute, sagen wir mal, viele Likes, also kommt gut an. Und dann auch ETS2, also keine Sorge, ETS2 ist nicht beendet, für die Leute, die jetzt ETS2 Fans sind. Es ist noch nicht beendet, es wird weitergeführt. Ich habe mir überlegt, wie ich hochlade. Jemand hat sich auch gewünscht, also der Kanal Team Edo hat sich gewünscht, dass auch jeden Tag ein Video kommt. Und ich werde das mal ausprobieren. Das gilt dann ab Montag, das müsste der, heute ist der 21., das kommt auch heute noch raus. Dann müsst, ja, dann plus ein paar Tage, der 23., 24. glaube ich, heute Freitag, Samstag, Sonntag, 23. müsste dann, also die, ab dieser Woche, dann wisst ihr welches Datum, kommt dann, probiere ich es mal aus, kommt jeden Tag ein Video und das dann gemischt, also es kommt jeden Tag wahrscheinlich, muss ich mal schauen, wahrscheinlich jeden Tag LS15, also Landwirtschaftssimulator, und ETS2 kommt auch noch, alle paar Tage, da muss ich noch gucken, wie. Und vielleicht mal eine Runde SD mit CDMA HD oder sowas ähnliches. Ja, was gibt's noch? Styro wurde angefangen, aber ich habe auch mitgemacht, aber aufgenommen, aber ich war irgendwie nach den ersten 5 Minuten tot und das wollte ich jetzt nicht unbedingt hochladen. Vor allem, da alles wieder schief gelaufen ist, weil, also jetzt kommt schon, weil, fast keiner Bescheid wusste so genau. Aber es war auf jeden Fall ein tolles Projekt von CDMA HD, muss man sagen. Und es ist echt schade, dass es immer scheitert. Er gibt sich wirklich viel Mühe und denkt sich sowas aus, muss man erstmal schaffen. Und dann die ganze Technik. Leider ist vorbei, aber bald kommt dann Minecraft Lifetime, ein neues Projekt, was dann auch klappt. Das ist dann einfach Minecraft mit Modpack. Also ich weiß noch nicht, wie es genau läuft, aber mal schauen, dass ich dann damit aufnehme. Ich glaube, das war's dann auch schon für das Infovideo hier. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Intro findet. Und nochmal zur Info, jetzt dieses Wochenende, das habe ich noch nicht gesagt, kommt dann kein einziges Video. Heute haben das letzte. Samstag, Sonntag kein Video. Aber wird es immer dunkler. Und dann ab Montag versuche ich jeden Tag ein Video hochzuladen. Und mal schauen, wie das so wird, ob euch das gefällt. Schreibt das auch einfach mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns dann irgendwann in einem neuen Let's Play wieder. Bis dahin, ciao!